Richard Baumanns Kalenderpräsentation. Warum ist das so ein riesiges Society-Event? Weil er das nur einmal im Jahr macht. Man ist nicht gesättigt und man weiß, Manfred Baumann ist ein hervorragender Fotograf. Obwohl ich sagen muss, er hat von mir einmal ein großes Fotoshooting gemacht und ich habe keines dieser Bilder verwenden können, weil alle gesagt haben, du bist so gut hergerichtet, das ist so manipuliert, so schaust du nicht aus. Ich glaube, ich war in 10 Bilder verliebt und alle meine Mitarbeiter, alle anderen Zeitungen, die gesagt haben, wir wollten das einsehen, nein, das sind nicht sie, so schauen sie nicht aus. Also die Fotos hängen alle bei mir daheim. Ich kenne den Manfred und die Nelly jetzt schon über Jahre und das hat sich irgendwie so eingebürgert, dass ich zu der Kalendervorstellung meistens hier bin und wenn man das zeitlich einrichten kann, bin ich immer gerne hier. Ich liebe Wien. Manfred ist ein cooler Typ, insofern macht coole Bilder. Ich liebe seine Fotos und bin sehr dankbar, dass er im Jahre 2012 mein erstes Albumcover fotografiert hat. Großartig. What can we expect from tonight? Well, I think some wonderful photographs of some pretty naked women from what I've seen, like sort of so far. Manfred, as usual, has done some amazing photographs, made the young ladies look so beautiful. Wenn man es jetzt so lange schon macht und häufiger macht, ist da immer wieder was Neues zu entdecken? Absolut. Also ich sage immer, wir müssen es immer wieder aufs Neue erfinden und neu entdecken und man darf die Freude nie verlieren und man muss immer neugierig bleiben und ich glaube, das ist uns dieses Jahr auch wieder gelungen. Wie ist das als Fotograf? Man stellt sich immer den Herausforderungen und man versucht immer wieder neue Geschichten zu erzählen. Fotos sollten wie ein Film sein, nur ungezählte Stories und Geschichten beinhalten und wir versuchen immer das ganze Jahr an unterschiedlichen Schauplätzen zu fotografieren mit unterschiedlichen Modellen. Jeder Kalender ist für uns immer so wie ein Baby eigentlich. Yes, würden Sie Nacktfotos machen? Wenn es Bedarf gibt und wenn es gut gezahlt wird für die Fotos, warum nicht? Ja? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand meinen abgetakelten Körper, der doch schon ein paar Jahre, über 50 Jahre hinter sich hat, dass es dann Absatz gibt dafür, dass es dann Markt gibt dafür. Wie viel Geld müsste das sein? Naja, schon ein sechsstelliger Betrag. Das sind ja keine Schmuddelfotos, das sind total ästhetische Fotos, die immer gemacht haben und das kommt dann auf das Format an. Aber wie gesagt, also, ich glaube, mit mir selbst also so gut kann er nicht fotografieren, dass irgendwer Freiheit damit hat. Käme es für Sie in Frage? Du kannst es nicht sagen, wie es ist. Nein, auf keinen Fall. Also ich bewundere jeden, der das macht. Und vielleicht ist auch das Geheimnis, weil wenn der Ehemann da hinter der Kamera steht, ist das vielleicht noch möglich. Du bist wahrscheinlich auch wieder im Kalender. Ich bin wie jedes Jahr das Monat August. Im August habe ich Geburtstag und es ist unser Hochzeitstag und deshalb ist es ein ganz spezieller Monat für uns. Und ich freue mich, dass wir das jedes Jahr festhalten.